Schöne Bescherung. Direkt nach Weihnachten soll hier in Deutschland der knallhart Lockdown kommen, bei dem wirklich fast alles dicht gemacht wird. Für Berlins regierenden Bürgermeister Michael Müller kein großes Problem, denn er sagt, am 28. Dezember muss man ja auch kein Pulli mehr kaufen, das hätte man ja viel früher erledigen können. Aber ganz ehrlich, warum sollte er entscheiden, wann ich was brauche und wann nicht? Bei dem Ärger rund um den neuen Lockdown geht es natürlich nicht nur um einen Pulli, sondern um den Ton, mit dem die Regierung jetzt mit uns allen spricht. Und ich muss ganz ehrlich sagen, der Ton, der geht so gar nicht. Wir wollen Ihnen jetzt einmal einen Satz vorspielen, über den wir uns hier alle heute sehr gewundert haben. Und zwar kommt dieser Satz vom regierenden Bürgermeister hier in Berlin, Michael Müller. Wir haben gesagt, dass wir ein bestimmtes Angebot bis Weihnachten aufrechterhalten wollen. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass es danach Einschränkungen gibt. Es gibt auch keinen Grund, sich dann wirklich noch am 28. Dezember ein Pullover zu kaufen. Das kann man auch vorher machen. Ich muss das tatsächlich noch einmal abschieben, weil man kann es kaum glauben. Am 28. Dezember braucht man also keinen Pulli mehr, sagt Herr Müller. Wir haben gesagt, dass wir ein bestimmtes Angebot bis Weihnachten aufrechterhalten wollen. Ich kann mir das sehr gut vorstellen, dass es danach Einschränkungen gibt. Es gibt auch keinen Grund, sich dann wirklich noch am 28. Dezember ein Pullover zu kaufen. Das kann man auch vorher machen. Und bei uns jetzt im Studio Alex Schönburg. Du begleitest die ganze Corona-Pandemie schon und vor allem die Sprache, die Kommunikation der Politik. Jetzt sag uns einmal, wie gefällt dir dieser Satz vom Berliner Bürgermeister? Ich finde es absolut empörend, aber nicht nur dieser Satz des Bürgermeisters, sondern man muss es im Zusammenhang stellen, was Kanzleramtsminister Braun gesagt hat, der uns plötzlich empfohlen hat, Fahrrad zu fahren. Dann unsere Kanzlerin, die sagt, wir sollen Leibesertüchtigungen in unseren Wohnungen machen, wenn es zu kalt wird, weil wir so viel lüften wegen der Pandemie. Das klingt erstmal lustig und witzig und man kann darüber Späße machen. Ich finde es empörend, weil es letztlich unterminiert ist unser Staatsverständnis. Nach meinem Staatsverständnis sind die Politiker unsere Angestellten. Die sind unsere Dienstleister, die müssen für uns arbeiten. Und die benehmen sich im Moment aber wie die uns bemuttern können und uns in unsere privateste Sphäre hinein quatschen können. Das ist nicht ihre Aufgabe. Der Staat soll möglichst weit weg sein. Das ist das Grundprinzip des freiheitlichen Staates, das auf Subsidiarität fußt. Und man könnte sagen, ja, das ist doch, warum so hochfahrend darüber reden? Weil solche Sätze peu à peu, langsam aber langsam, auch unsere Mentalität verändern werden. Wir werden irgendwann oder in ein paar Jahren es einfach hinnehmen, dass Politiker in unser Leben, in meinen Kochtopf, in meine Wohnzimmer hineinregieren. Und das ist nicht die Aufgabe der Politik. Wie gesagt, ich sage es nochmal, die Politiker sind unsere Angestellte. Die Kanzlerin, der Begriff Kanzler, ist von einem Schriftgelehrten sozusagen, der am Hofe arbeitet, um die Korrespondenz für uns zu erledigen. Und der Kämmerer ist der Finanzminister, der dafür zuständig ist, dass das Geld beisammen bleibt. Das sind nicht Leute, die uns regieren, sondern die für uns das Land regieren. Und Alec, du hast es gerade schon so ein bisschen erwähnt, der Ton nicht nur bei Michael Müller für dich ziemlich falsch angeschlagen, sondern unter anderem auch bei Angela Merkel. Und deswegen wollen wir uns einmal nochmal den O-Ton genauer anschauen. Und deshalb haben wir jetzt einen besonderen Winter und man muss sich vielleicht wirklich ein bisschen was Wärmeres noch zum Anziehen mitbringen. Vielleicht macht man auch mal eine kleine Kniebeuge oder so oder klatscht in die Hände, damit man ein bisschen warm wird. Möchtest du mal in die Hände klatschen oder die Kniebeuge machen? Ist dir kalt gerade? Ich fasse das ehrlich gesagt nicht. Und ich muss wirklich noch einmal sagen, die Regierenden sind nicht unsere Erziehungsberechtigten. Bei allem Respekt für unsere Kanzlerin, sie ist eben nicht meine Mutti und sie darf mich nicht wie ein kleines Kind behandeln. Wisst ihr, wessen Aufgabe das ist, solche guten Ratschläge zu geben? Unsere Aufgabe. Wir Journalisten, wir machen Ratgeberseiten und wir sagen, ja, körperliche Ertüchtigung und das ist die Diät und so weiter. Das ist unsere Aufgabe zum Teil Journalisten. Wir wirken sozusagen an der Meinungsbildung dadurch teil. Das ist unsere Aufgabe. Aber sicher nicht das von der Regierung. Sag mal, wenn das Gesundheitsministerium jetzt ein Blatt rausgeben würde mit 7 Punkten, wie kommen Sie fit durch die Corona-Krise, würde ich das absolut vernünftig finden. Aber ich fühle mich verhöhnt, wenn meine Kanzlerin, die dafür zu sorgen hat, dass dieses Land stabil ist und dass die Prioritäten richtig gesetzt werden, wenn die sich dorthin setzt und mir plötzlich sagt, wie lange ich mir die Zähne putzen soll, was für Socken ich anziehen soll und ob ich in die Hände klatschen soll. Ich finde das absolut empörend. Ein noch anderer merkwürdiger Ratschlag, der kam von Ihrem Kanzleramtschef Helge Braun, da wollen wir auch einmal kurz reinhören. Wir können auch im öffentlichen Personennahverkehr nicht alles durch Regulierung regeln, sondern jeder muss da auch selber ein bisschen Aufwand finden. Wenn wer zur Arbeit muss,
Das verstehe ich. Da muss man wirklich darauf achten, dass man alternative Verkehrsmittel nutzt, wo es nur geht, individueller Art. Ja, vielleicht auch Fahrradfahren oder. Aber nochmal, es ist nicht die Aufgabe von Politikern, uns da reinzureden. Ich finde das unmöglich, weil es, wenn wir uns wie Kinder behandeln lassen, dann wird das zu einem Mentalitätswechsel bei uns führen. Wenn wir das jetzt durchgehen lassen und darüber einfach nur lächeln und sagen, wir müssen unseren Politikern auf die Finger hauen, ihn als daran erinnern, ihr seid unsere Angestellten und ihr müsst euch so wenig wie möglich in unsere Angelegenheiten einmischen, dann seid ihr eine gute Regierung. Das ist das Prinzip der Subsidiarität. Also was in der Familie geregelt werden kann, soll in der Familie geregelt werden, was in der Stadt geregelt wird, in der Stadt. Und dass die Kanzlerin mir jetzt von oben sagt, wie ich in die Hände klatschen soll, das dürfen wir wirklich nicht durchgehen lassen. Man kann das als Witz abtun, ist es nicht. Wir dürfen das nicht durchgehen lassen, weil wir sonst es hinnehmen, dass Politiker, auch künftige Generationen, es einfach normal finden, in unsere Küchen, Schlafzimmer und Wohnzimmer hineinzuregieren. Alex Schönburg sagt, die Politik behandelt uns wie Kinder. Darüber wollen wir direkt einmal sprechen mit einem Politiker, und zwar mit FDP-Chef Christian Lindner. Herr Lindner, schönen guten Abend, schön, dass Sie da sind. Sagen Sie uns einmal, was ist Ihnen durch den Kopf gegangen bei dem Zitat von Herrn Müller aus Berlin heute? Ja, einen schönen guten Abend. Ich habe ja selber vor einiger Zeit schon mal diese Formulierung von Herrn von Schönburg gewählt. Deshalb glaube ich, dass die Bürgerinnen und Bürger sich selbst ein ganz gutes eigenes Urteil bilden können über das, was hier führende Regierungsvertreter gesagt haben. Die brauchen meinen Kommentar nicht. Aber eins ist doch klar, wir brauchen keine guten Ratschläge von gewählten Mandatsträgern, von Regierungsspitzen, sondern wir brauchen eine gute Krisenpolitik, ein Krisenmanagement, das es erlaubt, dass wir ohne gute Ratschläge sehr viel von unserem Leben in Freiheit führen können. Und hier muss ich mich fragen, jetzt am 8. Dezember, Corona, diese Pandemie ist nicht wenige Tage oder Wochen alt, sondern Monate. Der Herbst und der Winter kamen eben nicht überraschend. Und wo ist die Krisenstrategie, die uns auf diese Situation, diesen Herbst, diesen Winter so vorbereitet hat, dass wir jetzt ein Leben führen können in Freiheit, dass wir nicht mit Einschränkungen im Weihnachtsgeschäft, im Weihnachtsfest und um den Jahresübergang zu rechnen haben. Und da muss ich sagen, da ist sehr viel versäumt worden, wir sind nicht vorbereitet. Deshalb sind wir im Grunde wieder da, wo wir im Frühjahr sind, nämlich am Beginn eines Lockdowns.